So, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit dabei natürlich der Sammy. Und Soberhock natürlich auch. Immer Wir noch in hoffen, seinem dass roten Oberteil. es diesmal klappt. Heute ist so ein Techniktag, ich glaube. Irgendwas haut hier nicht so ganz hin. Erst läuft Steam überhaupt nicht und dann kommen wir bei 7 Days nicht rein. Oder ich auf jeden Fall nicht, weil das irgendwie, was lief da nicht. Und dann schmiert mir doch mein Rechner zwischendrin ab. Das passte wirklich wundervoll. Also ich hoffe, dass jetzt die Aufnahme klappt. Also falls es wieder weg sein sollten, dann so im Vorfeld schon mal sagen, dann kann es sein, dass es diese Woche, dass diese Woche die letzte 7 Days-Folge war. Also für Falls diese Woche, das, bis es wieder geht, halt dann. ja genau, für diese Woche, falls es wieder geht. Wir hoffen das Beste auf jeden Fall. So, was haben wir heute vor? Ich dachte mir, wir machen jetzt erstmal ein paar Cobblestone-Dinger und tun die noch um die Säulen rumgleiten. Zumindest die ersten drei, die drei hoch zumindest. Ja, Damit einmal wir rum. da ein bisschen mehr Sicherheit haben, weil wenn die uns hier nachher die Säulen wegkloppen. Dann sieht es nicht so gut aus für uns. Nee, vor allem, wir haben ja, wir haben noch nicht mal eine Schaufel. Fällt mir gerade ein. Haben wir hier Eisen? Haben wir hier eine Forge? Ich habe Habe ich Stumpf, Eisen? Ich habe Stein. Eisen. Ich habe vor allem Ding dabei im Moment. Ich kann dir eine Schaufel machen. Also Eisen habe ich auch da dabei. Ja, dann Kann ich kann. nicht eine, kann ich nicht eine Eisenschaufel Doch, machen? dann kann. Du brauchst vier Eisen. Dann mach du die dir. Dann levelst du nämlich. Genau, ich mache mir mal eine Eisenschaufel. So. Dann Dann holst besorge du ich mal ein bisschen Claim, genau wenn ich Clay was finde. und Steine. Gut, Steine habe ich noch ein paar, aber hole ich dann auch. Ich hole hier gerade ein bisschen Gras für die Frames. Ein bisschen sichern. Und da müssen wir natürlich auch noch Spikes außenrum setzen. Ach ja, stimmt, ja, müssen wir auch noch. Und ich weiß halt nicht, bleib mal hier oder in der anderen Hütte bei der Horde, weil die andere Hütte ist auch nicht wirklich sicher. Das ist es nämlich. Die andere Hütte ist auch nicht sicher. Also wir müssen sehen, wie weit wir hier kommen. Also wenn wir das schaffen, hier mit Cobblestone einmal rundrum, wenn wir das hinkriegen sollten, dann sollte die eigentlich relativ sicher sein. Wir merken es dann, wenn wir abstürzen. Ja, stimmt. Wenn das die Hütte oder den Arsch wegbricht. Wir werden aber nicht in diese Richtung gehen, wo die Scheune ist erstmal, ne? Weil da ist ja so ein Spawn von der Hunde. Das sollten Ja, wir das wäre vielleicht jetzt. erstmal lassen. Genau, das wäre doof. So. Schon eine 20er Schaufel, Alter. Nicht schlecht. Ist doch schon. Wie viel? 20. Warte Naja, mal. besser als nichts. Für die erste Schaufel. Dann mache ich noch eine Schaufel, weil ich glaube, von mir kriegst du eine bessere. War ich nicht für Werkzeug irgendwie zuständig? Eigentlich schon. Ja, dann hätte ich sie machen sollen. Das Dumme. Naja, ich crafte jetzt ein paar Frames noch. Ich komme dann zu dir. Du musst jetzt die Schaufel ja eh kaputt machen. Ich baue dir gerade noch eine. Achso, dich tracken muss ich auch noch. Natürlich. Ich habe mir keine Schaufel gebaut, ich Idiot. Ist Was? fein. Ich habe mir doch so eine Gartenhacke gebaut. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Naja, okay. Ist das heute nicht kein Let's Play, sondern ein Let's Fail? Ich glaube auch, das wird echt so ein. Ja. So macht's mal, so soll man das nicht machen. So nicht. Achte drauf, so nicht. Schön. Jetzt muss ich bloß Claim finden. Wo finde ich denn sowas jetzt? Dann guck mal auf die Karte, da. Ich habe hier was. Ah, hier ist Okay, was. alles klar. Hier bei So. mir ist auch ganz viel, also Clay geht uns nicht aus. So, dann deine Schaufel ist gleich fertig. Wo bist du denn gerade? Ich habe. Jetzt rennt, jetzt muss ich durchs Maisfeld rennen. Wenn hier jetzt ein Naja. Hund oder so auf mich wartet, dann gute Nacht. Aber dich sieht man gut mit deinem Rot. Ja, Ist ne, das. fällt gut auf. Also Ja. jetzt. Ich hoffe, das fällt nur bei uns gut auf, also nicht bei den. Ja, das wäre gut. Drück mal E. Mache ich das? Aua! Oh, das war jetzt nicht mit Absicht. Habe ich Oh. was gebrochen? Nee. So. 200, also das hier, das sah viel besser. Die nehmen wir doch gleich mal. Er haut da mir die Schaufel auf den an das Knie. Weißt du, voll in Arbeit hier, voll in, ne? Dann vergisst man sowas schon mal. Ja, dich darf man nicht ansprechen, wenn du irgendwie im Garten arbeitest. Nee, dann bin ich vollkommen weg. Also dir gebe ich keine Nagelpistole in die Hand in dem Spiel, das sage ich dir. Er ist ja vorbei. Nagel im Kopf, Sammy tot. Alles klar. Ja, kein Schussgerät, nichts. Lieber aus der Entfernung. So.
der Magen knurrt. Warum knurrt der Magen? Dann sollte man was essen, ne? Warum habe ich überhaupt Fleisch dabei? Fällt mir gerade auf. Okay, so ein Maiskolben bringt nicht viel. Nee, ich habe Fleisch, wenn du magst. Ja, ich habe. Ich gehe jetzt mal nochmal kurz zur Hütte. Und gib zumal das Fleisch oben rein. Sonst rieche ich zu lecker. Ich hab's auch in der Tasche. Warum habe ich denn das? Nee, naja. Bauen wir erstmal ein bisschen was ab hier, mit der Hoffnung, dass keine kommt. Dum, 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 dum. Gerade ist ruhig, also ich sehe auch keinen. Und höre auch keinen. Das wäre auch ein Hammer jetzt, wenn jetzt was kommen würde. So, erstmal das Fleisch. Uhr? Ach, 15.40 Uhr haben wir schon. Och du Schande. Ja gut, wir brauchen ja nicht so viel. Oh, fast abgestürzt. Wir brauchen ja nicht so viel. Nein, nicht das. Ich muss doch die hier setzen. Cobblestone Frames. So, weil dann müssten die jetzt richtig viel wegklopfen, weil die halten ja auch über 1000 aus und dann noch unsere Metalldinger da. Hm. Soweit, wie wir es haben. Holzmetall hier, also. Da müssen sie schon gut arbeiten. Achso, ich habe noch einen Tipp gekriegt von Kuba. Wir könnten hier in der Mitte, also vom Boden hier, noch ein Loch reinhauen wieder. Und dann von da dann auch noch rausschießen, wenn sie unter der Hütte sind von uns. Ach, siehste, das können wir auch machen. Stimmt. Also, bis jetzt kommen wir ja gar nicht hin. Wenn die unten dran sind, haben wir ein Problem immer. Das stimmt. Vielleicht sollten wir das wirklich drum unten einmal komplett rundherum dicht machen. Eventuell. Ja, können wir auch machen dann. Ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen. Wie habe ich denn jetzt? 454. Nein, wir haben mehr. 1400 etwas. Das müsste doch schon ein bisschen was bringen, ne? Oder? Ja, wenn du zu mir kommst, ich habe Stein. Ja, ich komme jetzt vorbei. Wenn ich hier rauskomme, dann kannst du schon mal Cobblestones machen. Oh, ich habe keine. Jetzt habe ich nicht genug Cobblestone-Frames gemacht. Und ich rieche. Ich mache jetzt alles, was ich machen kann. Bist du drin, ne? Nee, ich da, bin hier. Da bist du. Ich habe 394 Steine. Ich muss schmeiß gleich nochmal los. Ich schmeiß dir das mal hin. Nee, ich habe das schon abgeschmissen. Ach so, hast dann du nicht darüber. Hier ist es. Oblig. Hast du es? Ich hab. Oder hast du keinen Platz im Inventar? Doch. Dann müsstest du es haben. Was hast du denn gegeben? Steine. Wie viele? 400 knapp. 394 oder so. 570 habe ich jetzt hier. Ja, dann hattest du noch welche in der Tasche. Cobblestone Rocks. Mach mal. Ja, das ist ja jetzt erstmal die erste Verteidigung. Wir werden ja auch wieder eine Mauer rumziehen, wie ich uns kenne. Ja, ne? Wie wir uns kennen, so. Wird's Bestes sein. So eine Mauer. Ja, ich denke auch. Ich denke auch mal. Um einiges sicherer, wieso? Nur das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Deswegen erstmal hier die Stützen ein bisschen schützen. Ja, der ist gerade am Bauen. So. Das dauert eben ein bisschen. Und ich bin gerade am Dehydrieren. Und ich stink wie ein Elch. Also ich muss mal erstmal rein. Ich muss erstmal. Nee, Tee habe ich. Okay. Tee habe ich noch. Ich muss erstmal rein hier. Und. Haben wir denn hier Feines? Da. Puh, ich habe 46 Skillpunkte. Müssen wir auch mal gucken, was wir damit dann machen. Im Hardcore-Event hatte ich ja hier alles auf Survivor und so gemacht, dass ich weniger trinken muss, weniger Stamina verliere, weniger essen. Ja. Aber das bringt uns hier jetzt nicht so viel. Nee, aber das ist ja gut abgeschnitten, ne? Mit Glück. Sehr, sehr viel Glück habe ich das überstanden, ja. Aber ich glaube, meinem Herz tat es nicht gut. Dein Herz tat es nicht gut, nein. Nee. Wenn ich irgendwie in einen Baum gefällt habe oder so. Ich habe mich 1000 Mal umgedreht. Dann. Du wirst der paranoid bei dem Ding. Ja, das glaube ich. Weil wenn man nur ein Leben hat, ne? Ja. Und nicht kein zweites in Reserve?
Ja, das hat aber auch einiges mit Glück zu tun, weil du musst ja auch, wo spawnst du, wenn du in einer scheiß Hütte, scheiß Stelle spawnst, dann hast du verloren. Ja, das stimmt. Ich hau hier jetzt mal ein Loch rein oder zwei, ne? Neben die Treppe von uns. Also wenn du reinkommst, bisschen aufpassen. Ich höre schon, der Sammy reißt voll die Löcher da rein. So, nochmal zwei breit. Ein bisschen was können wir da vielleicht abschießen. Auch nicht alles, aber ein bisschen vielleicht. Mit der Hoffnung, dass es klappt. Ja. So, wie läuft es denn hier mit unserem Okay, hier Kabelstone? kann man hingucken. Hier kann man hingucken. Da. Das auch noch? Ja, komm, eins machen wir noch raus. Man muss halt aufpassen, dass man da durchfällt. Das wäre nämlich ein wirklicher Fail. Das wäre Panne. Die Horde unten und wir fallen einfach raus. Ja, töte uns, töte uns. So. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay, dann gehen wir hier runter. Dann fallen wir mal wieder weg. Und dann baue ich doch mal da ein paar Spikes hin noch auf. Durch so einen Woodframe kann man nicht schießen, ne? Doch, mit der Armbrust glaube ich schon. Warte mal, das testen wir doch. Ich gehe noch mal hoch und schieß mal runter. Und du sagst mir, ob er unten ankommt. Also ich schieße nicht dich ab, keine Angst, aber. Okay, ich gehe lieber ein bisschen in Deckung, man weiß ja nie. Jetzt geh doch, geh hier rein. So, Armbrust in die Hand. Ups, Alles das geht. klar. Das geht, Das das ist doch geht. schon mal gut. Hier bin ich mir jetzt unsicher, weil nicht, dass die jetzt hier hochkrabbeln und dann an der Tür stehen. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt ändern soll. Doch, klar weiß ich, wie ich es ändern soll. Bauen da einfach noch einen Pfeil hin. Nee, das ist auch blöd. Ja gut, müssen es halt sehen, wie es funktioniert dann. Tada, Level 9. Ach so, ich warte lieber mal ein bisschen mit den Spikes, bis du da weg bist, weil sonst. Ja, das wäre doof. Ich kenne uns zwei, weißt Dann kannst du mal, wenn du so willst, hier unten alles voll mit Spikes machen, oder was? du? Ja, dachte ich Das wäre mir. eigentlich das wär eine gute Idee eigentlich. Aber wie gesagt, ich muss das erstmal hier ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir dann einigermaßen Schutz. Genau. So. Und wenn wir dann hier noch eine Mauer drumherum ziehen, eine Cobblestone-Mauer, erstmal, später ja dann Concrete, dann sieht es, und dann noch da außenrum auch noch Spikes machen, dann sieht es doch sehr, sehr gut aus. Ich denke mal, das wird auch mit der Zeit. Und das Haus hier können wir ja noch so ausbauen, ne? Ja, eben. Weil die Mauer werden wir ja wieder weitläufig drumherum ziehen, denke ich. Also mindestens so viel Abstand, wo ich jetzt stehe. Die erste Das Mauer. ist schon wieder 18:20 Uhr. Mein Gott, die Zeit läuft, das ist ja nicht normal. Ich würde eigentlich noch gerne Spike setzen, aber hier hast du noch zwei vergessen, dann könnte ich hier schon mal anfangen. Hier, wo ich bin. Ja, wo bist du? Wo da bist du? Hier hast du noch zwei vergessen. Ach da, ja. Na, der kommt nicht so schnell mit dem hinterher, also mit Ja, dem das ist Craften normal. hinterher Man wie. muss es normal vorproduzieren, aber So, habe ich das? Habe ich's. ja. Alles gut. So. Das ist jetzt mehr so eine spontane Idee gewesen von uns. Du guckst jetzt immer hinter dich, ne? Nicht, dass irgendwie jetzt du in Spikes rennst. Das würde ich dann merken. Ja, aber dann hast du schon was verloren. Ich sehe auch kein Zombie, nichts. Ne? Also hier ist wirklich alles totenstill. Ja, die haben Angst vor unserer Festung hier. Ich glaube auch, die haben voll Schiss. Das sind einfach ein bisschen Ja, du Weisen. hast Durst. Ich merke das schon. Gesehen? Nein, das ist gut. Oh. Da, Sammy baut wie ein großer. Du wirst auch schon paranoid hier, ne? Ja, so langsam.
Oh, hier darf ich noch nicht ganz zumachen. Hier hat er noch nicht. Fangen wir hier noch ein bisschen an. Da. Du denkst also daran, dass wir da noch irgendwie raus müssen, ne? Ja, noch komm mal raus. Aber hier hinten kann ich schon mal zumachen. Ah ne, hier. Du vergisst die Hälfte. Warum? Die Ja, von und außen, das weiß ja. ich. Oh. Der ist nicht so schnell mit dem Craften, Mensch. Das ist ein bisschen blöd. Gut, wir haben aber den nächsten Tag ja noch Zeit. Ich würde sagen, da, auch wenn das halt dann zwei Baufolgen nacheinander sind, aber ich würde sagen, wir fangen da die Mauer schon mal an. Das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen Stein holen. Hast du noch Clay in der Tasche? Ich habe Clay noch in der, ja klar, noch Ja. fast 1000 Stück, 980. Und wie viel Cobblestones kannst du damit machen? Guck mal kurz rein in dein. Weil wir nicht holen 900. noch ein bisschen Clay und wir machen dann über die Nacht tun wir craften. Also er ist noch am Machen, er ist noch am Machen und er macht noch gut 50, 60 Stück. Ja, es wird ja nicht mal reichen für hier, für die Säulen. Nee, das wird nicht mehr reichen. Ich müsste noch mehr. Nein, doch, Clay müssen wir noch haben. Ein bisschen Steine Stein, auf jeden ja, Fall. ich hol gerade. Clay ist auch noch hier, also kannst du auch schon mal holen. Dann Ja. tun wir uns einfach für den nächsten Tag erstmal vorbereiten. Die Würde ich Spikes sagen. und so lasse ich auch erstmal jetzt weg. Den Rest. Und wir bauen jetzt ein bisschen ab noch. Und dann bauen wir den nächsten Tag eine Mauer. Zumindest Genau. mal drei hoch. Die muss ja nicht viel höher sein erstmal. Nee, eben. Aber drei muss sie halt sein, weil wir Spikes davor setzen. Und die Lümmel tun sich ja jetzt mittlerweile auch auf die Schulter nehmen, so ein Spaß, ne? Ja, diese Halunken. Unfassbar. Das ist jetzt schon. Die haben schon so viel Gehirn, dass sie mit dem Teamwork arbeiten. Die haben zu viel von unserem gegessen schon. Wir sind hier schon einige Male gestorben. Ja, leider. Ach, schön. Ach, hier kann ich nicht mehr machen, hier keine Steine mehr. Ach, super. Na, klasse. Komm zu mir, bei mir ist auch noch Clay in der Nähe. Dann kannst du da noch was abbauen. Ich hau hier nebenbei noch Gras wegen den Frames. Ein Rasenmäher könnten sie noch einbauen. Das wäre überhaupt eine Idee, Mensch. So ein kleiner Aufsitzmäher. Ja. Rasenmäher-Traktor unterwegs hier. Dann können wir über Zombies fahren. Ja, genau. Oh. Wo war denn Clay Bei hier? mir. Bei mir ist es auf jeden Fall. Achso, du bist nicht bei mir. Wo bist denn du? Doch, ich bin hier. Hier, guck mal, hier vorne. Hier, wo ich stehe. Ach da, genau. Haha. So, erstmal ein bisschen Tee trinken, dass Samina schnell hochgeht. Und dann klopfen wir weiter. Schon wieder Genau. 20 Uhr. 22 Uhr müssen wir drin sein. Ja, eben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber noch läuft das ja alles ganz ruhig. Ich wollte jetzt nicht so viel erzählen, nicht so viel sagen, gleich schmiert Ja, er ab. das ist. Vielleicht haben wir jetzt Glück und es läuft jetzt. Ich habe auch keine Ahnung, was das war. Erst komme ich nicht in Steam rein. So was sagt ja, ich komme in Steam, aber nicht in 7 Days. Ja, ganz kurios. Also das war wirklich so ein ganz merkwürdig. Dann freuen wir uns endlich in 7 Days zusammen zu sein. Machen Anmoderation. Ja, auf einmal ist sowas stumm. Da meint er doch glatt, er müsste eine Pause machen. Ach Katastrophe. ja, Katastrophe, aber er hängt nicht. Naja. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich eine Stahlaxt, eine Stahlpicke, ne? Haben wir das schon gelernt, Stil? Ich glaube wohl nicht, ne? Ne, ich glaube auch noch nicht. Doch, ich könnte. Warte mal. Ich könnte Stahlwerkzeug herstellen. Wir müssen nur im Ofen gucken, ob wir überhaupt Stahl schon machen können. Ja, das Vom. stimmt. Das ist das Problem. Stahlwerkzeug könnte man machen. So. Und wie viel habe ich jetzt? Zusammen 1800 knapp. Ja, Stein ist das Problem. Ich habe halt nur 200 bis jetzt. Ja, ich komme mit einer Hälfte Das mit ist, Stein kloppen. Lauf, mein Freund, lauf ein bisschen schneller. Ach Gott, mit der Picke schafft er auch nichts. ja, das ist Mann. ja das Problem.
Wir müssen jetzt in der Nacht gucken dann, weil jetzt nochmal hintere Reihen der Stahl und so, das lohnt sich nicht. Von der Zeit eben, weil wir haben nur noch ein bisschen da. Ach ja, so ist es halt. Also ist der nächste Tag definitiv noch fürs Bauen reserviert. Ja, nützt nichts. Also das müssen wir auf jeden Fall sicher haben. Und wenn wir hier wirklich eine Mauer hinkriegen sollten, dann fühle ich mich hier sicherer wie in dem anderen Haus. Definitiv. Ja, das stimmt. Es ist noch lange davon weg, um richtig sicher zu sein, aber einiges sicherer wie vorher. Ja. Müssen wir dann mal schauen halt. Tada! Level 10. Oh. Ja, jetzt hol da aber auf hier. Wo bist du? Bestimmt schon bei 20, ne? Ich weiß es gar nicht. Sammy ist gut im Leveln, das kann er. Was bin ich denn? 12. Level 12 bin ich. Ist jetzt nicht so weit weg. Nee, das ist noch in greifbarer Nähe, also. Oh, warum ist da oben Erde? Auf dem Stein Erde. Ja, auch nicht schlecht. Oh, Level 13, Entschuldigung. Was habe ich denn jetzt? 127 Steine. Ja, wir machen uns in der Nacht. Wenn wir Stahl machen können, dann machen wir uns in der Nacht. Ja, aber die schaffen wir wesentlich mehr, die Dinger. Wir müssen nämlich auch gleich rein. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Spätestens um halb hauen wir ab. Ist zwar nicht weit, aber sicher ist sicher. Eben. Das wäre eine Katastrophe, wenn sie uns hier erwischen würden jetzt. Ach, okay. Ach man, eigentlich passiert doch jetzt gar nichts, ne? Tag 6, was ist, läuft da? Nö, passiert nichts. Passiert gar nichts. Ich kann jetzt leider nicht mitschlagen, meine Pike hat auch den Geist aufgegeben. Ach, es ist Feierabend, ja. Ja, die möchte nicht mehr. Also rein theoretisch sollte nichts passieren heute. Außer halt die normalen Zombies bekommen, aber ich denke, das sollte reichen, was wir haben. Ich hoffe. Ach, ich kann ja in der Zeit noch ein bisschen Gras schlagen. Das kann ich ja noch machen. Bevor ich jetzt blöd rumstehe, hauen wir noch ein bisschen Gras hier. Wir brauchen nämlich einiges an Frames. Wenn wir so eine Mauer 3 hoch, ist schon ein bisschen... Ja, das ist schon ein Stück. Und wir werden sie ja nicht so nah dran bauen. Wir wollen ja auch innen drin vielleicht noch ein bisschen rumlaufen können oder so. Ich weiß es ja nicht. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. So, es ist 37, wo wir müssen rein. Wir müssen rein. So, das haben wir. Wie viel habe ich denn jetzt? Wie viele Steine? Steine habe ich jetzt. 252. Naja. Ich habe 389, also nochmal 500. Gut. Nächster Tag, wie gesagt. Es wird schnell duster hier auf jeden Fall. Müssen wir uns ranhalten. Jetzt rennen wir hier voll in die Spikes rein. Ja, ein bisschen Sicherung haben wir jetzt. Auch noch nicht so viel, aber okay. Kann damit leben. So, hopp, rein in die Bude. Komm, hopps. So. Renn in die Hütte. Jetzt wollen wir noch was essen, wenn wir was finden. So. Essen habe ich in die Kiste auch gepackt. Ach so, alles klar. Dann baue ich schon mal Frames in der Zeit. Wie viel kann ich bauen? Oh, 7. Mir fehlt Holz, natürlich. Haben wir noch Holz? Holz habe ich hier. Also Holz habe ich reichlich. Ja. Kriege ich da was ab? Da kriegst du garantiert was ab. Da kenne ich ja nichts. Das packe ich dir mal hier in eine Kiste rein. So, da hast du Holz. Danke. Und ab in die Deckung, ne? Ach ja, stimmt. Wir müssen einmal in die Deckung. Zack. Und die Zeit ist schon wieder rum. Ich sehe schon wieder, die Zeit ist rum. Ja. Gut, dann sag ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat und wir das hier überleben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.